Hallo und herzlich willkommen hier mitten aus der Natur. Oh la la, mon Dieu. First impressions. Au sabot. Yatagan. Le Basque. Erster Eindruck. Weil ich hab's, glaube ich, dann habe ich das bekommen. Letzte Woche Freitag? Ach, ich weiß es gar nicht. Ja. Das heißt, ich habe es noch nicht wirklich in Betrieb gehabt. Noch nichts. Also jetzt wirklich, also First Impressions heißt übrigens, ich gehe nicht großartig über die Maße. Dann wäre es ja in Richtung Review. Aber ein Review will ich ja nur abgeben, wenn ich das wirklich hundertprozentig getestet habe. Das habe ich noch nicht. Ich habe in dem Video von gestern gesagt, dieses Knöpfchen hier, ne? Es hat, ich weiß nicht, ob ich dran denke, dass ich das Video spiegle, weil irgendwie verdrehen die sich immer. Ja, ich würde mir das gerne auf den Arm tätowieren lassen. Dann habe ich dann so ein bisschen das Problem oder die Überlegung, ob nicht irgendein Honk dahinter kommt, dass es vielleicht ein stilisiertes Hakenkreuz wäre. Und mich als Nazi beschimpfen würde. Das wäre natürlich bitter, weil ich bin ja keiner. Ich würde sagen, wir gehen mal Tabletop, gucken uns mal das Schätzchen an. Ja? Wie gesagt, ich gehe noch nicht über die Maße und so weiter. Ich sage nur eins, guckt euch an. Ich habe eine Handschuhgröße 9,5 bis 10. Das ist immer so ein bisschen Jahres- und Tagesform abhängig, ne? Ob ich genug getrunken habe, ne? Oder ob mein Körper Wasser verloren hat. Dann werden die Finger mal etwas dicker, dünner, wenn ich viel getrunken habe. Ja, sei so mal, dann rot bei nein. Bin ich nicht, dass da hinten die kleinen Rehe laufen und die kriegen Angst. Man hat auch schon mal etwas kleine. Wer Ringe trägt, der wird es merken. Man kriegt bei den Ring ab. War nicht. Hoffentlich kriegen die Leute die Ringe nicht ab, wenn sie versuchen fremd zu gehen. Das wäre schön. Ich würde sagen, wir gehen Tabletop, gucken uns das mal so im First Impressions an. Ein paar kleine Kritikpunkte, die aber eigentlich total unwichtig sind. Ja, also. Nein, doch. So, willkommen im Tabletop-Modus. Jaha. Wie gesagt, das sind First Impressions. Deshalb werde ich noch nicht allzu viel über auf Materialien eingehen, außer ist halt, ne, Sandvik Stahl 12C27. Das Holz würde ich jetzt noch nicht sagen. Bolzen sind Edelstahl, ist klar. Edelstahl. Wobei, es wäre auch, glaube ich, für den einen oder anderen mal interessant, was diese Firma sich dabei gedacht hat, gerade diesen Edelstahl. Ich muss jetzt mal meine Nussbrille, die Sauer aus Frankreich, anziehen. Ja? Weil ich sehe echt schlecht in letzter Zeit. Vor allem sehe ich schlechter aus. Kommen wir mal eingangs, hatte ich mal erwähnt, was Perfektion angeht. Ja? Da bei dem Knöpfchen hier, das ist nicht perfekt eingearbeitet. Ja? Ihr seht hier den Unterschied. Ich komme jetzt auch mal drauf zurück, warum das so ist. Ja? Dieses, komm hier, die hat mich gerade eben versucht, hinten rum zu beißen, die kleine Ratte. Hey! Fress mich woanders, satt, du Sack. Ja, Zecke halt. Das Griffmaterial wird abgerundet. Ich denke, da ist in diesem Moment das Knöpfchen noch nicht drin. Da bin ich mir aber nicht sicher. Das kann ich so nicht sagen. Ne? Wie immer haben wir hier eine Phase auf dem Rücken, meistens auf der rechten Seite. Wenn ich Rechtshänder bin und habe das Messer so in der Hand, ist das meistens auf der rechten Seite drauf, ne, diese Phase. Das hat schon der eine oder andere mal, ich glaube, das war ein, jetzt habe ich mal ein ganz neues Video gesehen von einem Reviewer, der sagte, ja, vielleicht ist das jetzt das Aushängeschild des Markens. Ich habe leider den Namen vergessen, er macht ganz lustige Videos. Ja, wir sehen hier am Bolster, also an der Edelstahlbacke,
schön fein beigeschliffen. Die Achsnied. Dann hier ist zwischen dem Holz und dem Bootsrad ein ganz kleiner, und das ist, da ist schon wieder eine. Das gibt's ja gar nicht. Die sind aber mini. Seht ihr die? Hey. Da ist schon wieder eine. Unglaublich. Ho. Bei mir wirst du nicht groß, Kumpel. Sehen wir Übergänge. Wir sehen die eigentlich überall. Ja, also wir sehen hier ein paar kleine, geringe Spaltmaße. Darum geht es aber nicht. Hundertprozentig perfekt und symmetrisch ist das auch nicht gearbeitet. Das kommt aber auch bei Osabo echt nicht drauf an. Ist das wirklich hundertprozentig tippitoppi gearbeitet? Nein, ist es nicht. Ja, das ist Handmade in France. Die Jungs und Mädels an den Maschinen, die müssen eine gewisse Schlagzahl haben, um dieses Messer, um diese Messer zu produzieren, weil da Aufträge vorhanden sind. Deshalb sagt Osabo oder Le Sabo, je nachdem, wie ihr wollt, unsere Messer wollen sich nicht mit Hightech-Messern messen. Das finde ich fair und das finde ich anständig. Und für 60 Euro ist mir das echt Hupe, ob da ein kleines Spaltmaß ist. Das ist ein Taschen- oder Arbeitswerkzeug. Ja? Ein Vesper-Werkzeug. Aber es ist scharf und es ist soweit gut verarbeitet, dass ich keine Hotspots spüre. Ich gehe jetzt nochmal drauf ein. Moment. Ich gehe jetzt nochmal drauf ein. Auf die Sache mit der Perfektion, seht ihr hier innen drin. Ist das nicht komplett beigeschliffen, seht ihr das? Also poliert. Sondern da ist einfach die Schmiedehaut ein bisschen poliert worden. Ich finde, das hat so ein bisschen seinen eigenen feinen Charakter und Stil. Hier unten sehen wir dann genau durch den Durchschein das Spaltmaß. Ich sag nochmal, das ist nicht weiter dramatisch. Ne? Dramatisch wäre, wenn die Klinge verzogen wäre. Das ist es aber nicht. Hatte ich bei Osabo übrigens noch nie. Und ich hatte schon ein Lagiol. Damals gab es noch die Frau Brehm. Da hatte ich an der Nordsee mal ein Video gemacht über ein Jagdmesser. Oder vielmehr ein Lagiol-Jagdmesser. Das heißt, das Messer war zwar im Lagiol-Stil, aber extrem robust gebaut. Und das Messer war einfach der Knaller. Auch da bei diesem Messer galt, dass es ist nicht perfekt. Wer ein Osabo kauft, der sollte sich von vornherein klar machen, der kriegt nie ein perfektes Messer. Nie. Das könnte sich Osabo gar nicht leisten, im positiven Sinne, weil sonst würde das Messer, das hier, wenn das hundertprozentig perfekt gearbeitet wäre, würde das 150 Euro kosten. Jetzt sagt ihr, boah, ey, 12C27 hat man auch bei Mora verbaut, eventuell, möglicherweise, weiß man nicht so genau. Die Messer kosten nur so und so viel. Ich muss dazu Bedenken geben, bei Osabo sitzen da Menschen an den Maschinen und fertigen das hier alles unter Einsatz von Maschinen. Ne? Nicht aber, so beim Mora zum Beispiel, da wird die Klinge ausgestanzt. Dann wird der Griff drumherum gespritzt oder genudelt oder wie auch immer. Und das war's. Natürlich arbeiten auch Menschen am Band, aber bei Osabo ist jedes Messer handmade und mit all seinen Fehlern ist jedes Messer im Prinzip ein Unikat. Und darauf kommt es, glaube ich, an. So wie jeder Mensch ein Unikat ist. Ja. Und deshalb finde ich das nicht schlimm, wenn so ein Messer, kleine Schönheitsfehler oder wie wir bei Ed Mahoney sagen, Schmunzelfehler hat. Ne? So, out of the tabletop. So, das war First Impressions zum Osabo Yatagan Le Basque. Ja? Schönes Messer. Nicht hundertprozentig, aber bei Osabo würde ich nie auf die Idee kommen, da Perfektion zu verlangen für 60 Euro Messer. Ja? Das ist ein Taschenwerkzeug. Mit Sicherheit für den einen oder anderen eine Beauty Queen. Mit Sicherheit wäre vor 50 Jahren dieses Messer für viele
Menschen das perfekte Messer gewesen, aber im Anbetracht der Umstände des Internets, der YouTuber, der sich selber präsentierenden Profis, ist das wahrscheinlich ein fürchterliches Messer. Ich liebe es. Ne? Ich will jedes französische Taschenmesser, jedes regionale. Und es gibt mehr als nur 16, 17, 18. Ich will jedes Messer haben. Ja? Mindestens einmal. Eine Benotung gibt es noch nicht. Ja, das war mal so ein kleines First Impressions. Ja? Ich lege trotzdem den Link in die Videobeschreibung, wem das Messer gefallen hat. Der kann sich das bestellen, solange sich das für 60 Euro noch mit 12C27 Handmade in France so kaufen lässt. Alright, ich will euch ja keine Angst machen, aber ich wünsche euch noch einen schönen Samstag und ein schönes Wochenende. Wie immer gilt, tschüss Madiot, schwenkt der Hut, tschüss ab und schwenkt die Kap. Weltmeister. Weltmeister Bremen, euer Waldmeister. Bye bye. Ich glaube, ich mache mal Lade. Oh.